wissen, dass es einen Waffenschmuggel gibt, aber sie wissen nicht, wer da mit wem schmuggelt und sie haben nur Vermutungen. Und wenn sie sagen, es kommt aus dem arabischen Raum, dann frage ich mich, warum das auf dem Mittelmeer geklärt werden soll. Also welches arabischer Staat fährt dann auf dem Mittelmeer Waffen nach Libyen? Also ich überlasse es Ihnen, auf eine Landkarte zu schauen, um zu überlegen, wie man auf dem Wasserwege nach Libyen kommt, anders als übers Mittelmeer. Das müssen Sie dann selber nachschauen, fürchte ich. Wir müssen jetzt darauf vertrauen, dass Sie die Wahrheit sagen mit dem Waffenschmuggel und Sie können es aber nicht belegen. Und gleichzeitig ist das ja das Kernelement dieses Einsatzes. Das ist keine Frage. Ich bitte jetzt vielleicht mal den Vorsitz, dass wir hier jetzt zu Fragen kommen. Habe ich Folgendes zu berichten. Da gab es heute den Beschluss zur Fortsetzung und Erweiterung des Mandats für EUNAVFOR Med, der Operation Sophia. Am 14. Juni 2016 hatte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einstimmig beschlossen, den Waffenschmuggel nach Libyen zu unterbinden. Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung heute nach dem EU-Ratsbeschluss vom letzten Montag die Fortsetzung und auch gleichzeitig die Erweiterung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der EU-geführten European Union Naval Force Mediterranean EUNAVFOR Med, auch Operation Sophia, beschlossen. Die Operation Sophia ist Teil einer Gesamtstrategie der EU, die neben der Bekämpfung der Schleusernetzwerke auch die strukturellen Ursachen in der Herkunft und Transitländern von Flucht und irregulären Migrationsbewegungen über das Mittelmeer in den Blick nimmt. Die Vorgeschichte all unserer Probleme mit Libyen brauchen wir, glaube ich, hier im Detail nicht zu besprechen. Da gab es 2011 einen international sanktionierten Militäreinsatz, der hat Gaddafi hinweggefegt. Yes, we came, we saw, he died. Und seither herrscht in Libyen im Grunde Chaos. Viele Probleme der Region, zum Beispiel das, was wir in den letzten Jahren in Mali gesehen haben, haben damit zu tun, dass das libysche Staatswesen zusammengebrochen ist. Und auch die Flüchtlingsströme, die sich über Libyen ins Mittelmeer ergießen, haben damit zu tun, dass es in Libyen kein vernünftiges Staatswesen gibt, in dem es auch nur menschenrechtliche Mindeststandards für die Behandlung von Migranten gäbe. Herr Schäfer, nochmal eine Verständnisfrage. Sie hatten uns ja gerade die Realität in Libyen geschildert, dass es da keinen wirklichen Staat gibt. Haben Sie jetzt nicht erwähnt, aber ISIS ist ja auch vor Ort. Und jetzt will die Bundesregierung mithilfe der Europäischen Union die Menschen, die in Libyen sind, in diesem nicht existierenden Staat, wo ISIS ist, diese Menschen davon abhalten, nach Europa zu kommen. Richtig? Warum? Also das verstehe ich nicht. Sie haben recht. ISIS ist, hat sich tatsächlich ziemlich festgekrallt in Libyen. Es gibt internationale Beobachter, die davon ausgehen, dass die Gefahren, die von ISIS ausgehen, auch für uns, größer sind als die Gefahren von ISIS in Syrien und im Irak. Dass wir manche Attribute eines Staates, zum Beispiel eines Sozialstaates, in Libyen nicht vorfinden, aber gleichwohl die Regierung der nationalen Einheit den libyschen Staat vertritt. Und dieser libysche Staat ist der Auffassung, ob wir das gut oder schlecht finden, dass sein Hoheitsgebiet, auch seine Hoheitsgewässer, doch bitte von ausländischen Kräften und insbesondere militärischen Kräften nicht betreten werden sollen. Das ist auch einer der Gründe dafür, mal abgesehen davon, dass das dann politisch geprüft und auch induziert werden müsste von unserer Seite aus, dass wir uns zurzeit eben nicht in libyschen Küstengewässern bewegen, für welchen Zweck auch immer. Und das Gleiche gilt auch für das libysche Staatsgebiet. Die Beschreibung der Lage der Menschen in Libyen, einschließlich der Flüchtlinge in Libyen, ist so, dass da sicherlich kein einziges Kriterium für eine sagen, internationalen Regeln entsprechende Behandlung der Menschen eintreten vorhanden wäre. Zusatz? Habe ich Sie jetzt so verstanden, wenn Sie Zugang zu libyschen Hoheitsgewässern hätten, dann würden Sie da Boote schicken und die Flüchtlinge abholen? Das habe ich ausdrücklich nicht gesagt, Herr Jung, sondern ich habe ausdrücklich gesagt, selbst wenn das von libyscher Seite erlaubt würde, dann müsste das geprüft und politisch induziert werden. Das habe ich gesagt, da kann ich mich gut dran erinnern. Gut, und zum Waffenschmuggel, wer schmuggelt da mit wem und an wen Waffen? Naja, um das herauszukriegen das und auch die Missetäter dingfest zu machen, machen wir ja das, was wir machen. Und deshalb ist die Bundesregierung heute auch ins Kabinett gegangen, um diesen Beschluss zu fassen, damit auch Soldaten der Bundeswehr, der deutschen Marine daran Anteil haben,
diesen Waffenschmuggel zu unterbinden. Es gibt darüber ganz bestimmt einschlägige nachrichtendienstliche Informationen, sicherlich auch konkrete Vermutungen, auf welche Art und Weise womöglich ISIS Waffen aus anderen Teilen der arabischen Welt oder des Nahen und Mittleren Ostens bekommt. Aber uns geht es darum, sozusagen das tatsächlich zu testen und dann auch tatsächlich zu verhindern. Herr Schäfer, ich habe es nicht ganz verstanden. Also Sie wissen, dass es einen Waffenschmuggel gibt, aber Sie wissen nicht, wer da mit wem schmuggelt und Sie haben nur Vermutungen. Und wenn Sie sagen, es kommt aus dem arabischen Raum, dann frage ich mich, warum das auf dem Mittelmeer geklärt werden soll. Also welches arabischer Staat fährt dann auf dem Mittelmeer Waffen nach Libyen? Also ich überlasse es Ihnen, auf eine Landkarte zu schauen, um zu überlegen, wie man auf dem Wasserwege nach Libyen kommt, anders als übers Mittelmeer. Das müssen Sie dann selber nachschauen, fürchte ich. Darauf habe ich ansonsten keine Antwort mehr. Ansonsten ist es wie immer, es gibt manche Informationen, die der Europäischen Union oder auch der Bundesregierung vorliegen, die man nicht so telquel einfach mit Ihnen und der Öffentlichkeit teilen kann. Wir müssen jetzt darauf vertrauen, dass Sie die Wahrheit sagen mit dem Waffenschmuggel und Sie können es aber nicht belegen. Und gleichzeitig ist das ja das Kernelement dieses Einsatzes. Also das ist keine Frage. Ich bitte jetzt vielleicht mal den Vorsitz, dass wir hier jetzt zu Fragen kommen. Weil Glauben und Nicht-Glauben ist jetzt was ganz anderes, Herr Jung. Also jetzt machen Sie damit, was Sie wollen und lassen Sie uns einfach zum nächsten Thema. Es geht nur darum, Sie haben keine Beweise, die Sie uns vorlegen können. Da keine Diskussion. Wir sind ja auch nicht im Strafgericht. Ich habe nichts mehr zu sagen. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash.